Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie viel Basistherapie brauchen wir noch? Und wie gerade gehört, bei mir geht es um Ernährung. Wie viel Ernährungstherapie brauchen wir noch? Und da möchte ich Professor Bömmel mit seiner Frage zitieren aus dem bekannten Film Der Feuerzangenbowle. Da stellen wir uns mal ganz dumm. Was ist denn überhaupt Ernährungstherapie? Nun, Ernährungstherapie richtet sich an den kranken Menschen. Sie soll in irgendeiner Form die Krankheit lindern, die Krankheit behandeln. Während Ernährungsberatung der Prophylaxe dient, das heißt, sich eher an den gesunden Menschen richtet. Und wenn wir uns diese älteren Bilder ansehen, da wird so deutlich, das sind kranke Patienten, die brauchen Ernährungstherapie. Aber schauen wir uns diese Bilder an von jungen Menschen mit Mukoviszidose. Brauchen die noch Ernährungstherapie? Nun, um die Frage zu beantworten, möchte ich verschiedene Themen besprechen und beginnen mit dem Körpergewicht. Die Daten von dem Deutschen Mukoviszidose-Register, und Sie haben bei der Anmeldung ja alle diese wunderbare Schrift erhalten, zeigen, dass in den letzten 20 Jahren das Untergewicht um 47% reduziert hat. Also das ist eine ganze Menge. Aber wie ist es um die Qualität der Ernährung bestellt? Und verschiedene Studien haben gezeigt, dass die nicht gut ist. Das heißt, es werden viel zu viel süße Lebensmittel, leere Kalorien verzehrt. Die Fettqualität ist nicht gut. Es werden zu wenig Gemüse, Salat und Obst verzehrt und auf der anderen Seite sogar weniger Eiweiß als bei Gesunden. Wenn dann der Energiebedarf unter Umständen unter Modulatorentherapie runtergeht, wenn gleichzeitig die Verdauung und der Stoffwechsel verbessert wird und das Ganze gepaart ist mit ungünstigen erlernten Ernährungsgewohnheiten, dann kann das Ganze kippen und es zu Übergewicht kommen. Und auch da nochmal die Daten aus dem Deutschen Mukoviszidose-Register. Das Übergewicht hat sage und schreibe um 110% zugenommen in diesen 20 Jahren. Mögliche Konsequenzen vom Übergewicht, wie auch bei gesunden Menschen, kann ein erhöhter Blutdruck sein, können erhöhte Blutfettspiegel sein oder auch eine ungünstige Insulinresistenz, eine erhöhte Insulinresistenz. Übrigens alles Dinge, die wir wieder ernährungstherapeutisch behandeln müssen. Und all das zusammengenommen sind potenzielle Risikofaktoren für kardiometabolische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nun, was machen wir? Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sowohl aus der Ernährungstherapie als auch aus der Ernährungsberatung, sprich Prophylaxe, die greifen könnten. Das wäre ein abendfüllendes Programm, diese zu besprechen. Was sicherlich sehr ungünstig ist, ist, die Pankreasenzyme wegzulassen oder Insulin im Falle von Diabetes zu reduzieren oder wegzulassen. Oder aber auch die Modulatoren unregelmäßig zu nehmen, alleine um das Gewicht zu kontrollieren oder wieder an Gewicht abzunehmen. Zum Kochsalz. Wir wissen, dass unter Modulatorentherapie sich der Schweißtest verbessern kann, entweder in den Graubereich oder sogar in den komplett gesunden Bereich. Und wenn man bedenkt, dass ein zu viel an Kochsalz ein potenzieller Risikofaktor sein kann für Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankung und für Herzinsuffizienz und sich darüber hinaus ungünstig auf die Darmflora auswirken kann, ja, da muss man nochmal überlegen, was machen wir denn mit dem Kochsalz? 0815-Therapie funktioniert da definitiv nicht mehr. Wir müssen das Salz individuell anpassen und eben auch im Verlauf. Zu den fettlöslichen Vitaminen. Es hat sich gezeigt, dass sowohl Vitamin A, E und auch D sich deutlich verbessern kann. Das heißt, die Spiegel können sich verbessern. Und ja, was machen wir mit den Vitaminen?
Ich denke, wir müssen hinschauen. Wir in Homburg sind dazu übergegangen, die Vitamine im ersten Jahr der Behandlung, also Modulatorentherapie, vierteljährlich uns anzusehen, eben ab dem zweiten Jahr. Und eigentlich ist das unsere gängige Routine, zweimal im Jahr und entsprechend anzupassen. Und das funktioniert in den seltensten Fällen über Kombinationspräparaten mit fester Dosierung. Zu den Pankreasenzymen, also Verdauungsenzymen, eine Reihe von Studien haben gezeigt, dass vor allem bei sehr kleinen Kindern, sehr jungen Kindern es tatsächlich noch zu einer Verbesserung der Verdauungsleistung kommen kann, aber eben nur die sehr kleinen. Was wir aber wissen, ist, dass die Wirkung der Enzyme auch bei älteren Patienten deutlich besser werden kann, weil einfach der pH-Wert im Dünndarm besser ist und sie somit besser greifen können. Ja, was machen wir mit den Enzymen? Frau Dr. Bubis hat es auch schon angesprochen. Es kann durchaus möglich sein, dass wir die Therapie vereinfachen können, dass zum Beispiel bestimmte Medikamente wie Säureblocker reduziert werden können. Oder die Therapie kann unter Umständen vereinfacht werden, dass man Kombinationen aus Enzymen von tierischem Ursprung und pflanzlichem Ursprung da etwas vereinfachen kann, Taurin wegnehmen kann. Aber eine Reduktion der Enzyme würde ich definitiv erst vornehmen, wenn nachweislich die Bauchspeicheldrüse nochmal eigenständig Enzyme produziert. Also wenn die Pankreaselastase untersucht wurde. Es sind aber auch neue Themen hinzugekommen, also Themen wie viel Fett braucht man denn eigentlich zu den Enzymen, um die Aufnahme zu den Modulatoren, um die Aufnahme dieser zu verbessern. Oder aber auch Wechselwirkungen, Modulatoren und bestimmte Lebensmittel oder Modulatoren und pflanzliche Arzneimittel. Ein ganz wichtiges Thema, wie ich meine. Ich konnte vielleicht zeigen, dass die Bandbreite deutlich größer geworden ist. Das Bild ist bunter geworden bei der Ernährungstherapie. Wir haben nach wie vor untergewichtige Patienten, Patienten mit Nachtransplantation, Patienten, die schwanger werden und Patientinnen, die schwanger werden, onkologische Erkrankungen, aber eben auch mit Übergewicht zu tun, mit Adipositas zu tun und so weiter. Die Herausforderungen sind größer geworden und auf die Frage zurückzukommen, wie viel Ernährungstherapie brauchen wir noch? Ich bin der Meinung, wir brauchen genauso viel Kontakte wie früher mit der Diätassistentin, mit der Ökotrophologin. Aber es ist inzwischen eine Mischung aus Ernährungsberatung, sprich Prophylaxe und Ernährungstherapie. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.